versammelt und sind hier zusammengekommen, um die von den Kindern sehr aufwendig in den letzten vorbereitete cineastische Darstellung der Geburt Christi nachzustellen. Und ich möchte Sie jetzt alle sehr herzlich eingehen, diesen Wortgottesdienst mit uns zu bestreiten, zu begleiten und gebe jetzt hier an unseren Trompeter weiter. Wir starten jetzt erstmal mit dem Kinderlein kommen und beginnen dann unsere Zirbenspielung. Vielen Dank. Der Geburt Jesu Christi, wie sie uns der Evangelist Lukas überliefert hat. Es geschah zur Zeit des Statthalters Herodes, als der Engel Gabriel von Gott zu Maria, einem jungen Mädchen in der Stadt Nazareth, gesandt wurde. Der Engel teilte Maria mit, dass sie die Auserwählte sei und den Sohn Gottes erwarten werde. Maria war zu dieser Zeit bereits mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause Davids stammte. Beide freuten sich auf die Gründung ihrer Familie. Josef war bereit für Maria und das Kind zu sorgen. Nun kam auch aus Rom ein Befehl des Kaisers Augustus. Dieser ist der Kaiser der Römer und Herrscher auch in Galiläa. Boten verkünden nun den Befehl des Kaisers in allen Städten des Reiches. Und ein jedermann, der selbst verdienen kann, muss deshalb in die Stadt gehen, in der er geboren wurde und aus der seine Familie stammt. Hier muss ein jeder sich in die Steuerliste des Römischen Reiches eintragen lassen. Dies ist ein Befehl des Kaisers. Josef stammt aus dem Hause David und kommt aus Bethlehem. Jetzt wohnt Josef aber in der Stadt Nazareth. Nun muss er nach Bethlehem gehen. Seine Frau Maria ist schwanger und wird bald ihr Kind bekommen. Maria möchte trotz der Verpatzen mit nach Bethlehem. Maria, willst du wirklich mitkommen? Die Reise ist sehr weit und anstrengend. Natürlich komme ich mit. Lass uns schnell ein paar Sachen zusammenpacken und dann machen wir uns auf den Weg. Bye.
Maria und Josef sind in Bethlehem angekommen. Jetzt suchen wir einen Platz in einer Herberge. Aber alle Herbergen sind überfüllt. Es sind inzwischen schon so viele Menschen in die Stadt gekommen, weil sie sich alle auf Befehl des Kaisers in die Steuerlisten eintragen lassen wollen. So hat niemand mehr Platz für sie. Doch dann hat eine Wirtin Mitleid. Ist hier noch ein Platz für uns? Nein. Nein. Meine Herberge ist voll. Eigentlich muss ich Fremde wegschicken. Liebe Güte, die Frau ist hochschwanger und das Kind kann jeden Moment auf die Welt kommen. Soll es auf der Straße geboren werden? Bitte, wir brauchen nicht viel, aber das Kind wird die Kälte jetzt im Winter nicht überleben. Wir sind aufgehalten worden. Eine Geburt in der Fremde war nicht geplant. Aber wo soll ich denn mit ihnen hin? Wir sind schon überfüllt. Wir haben ja keinen vernünftigen Platz für unsere Leute. Und für Fremde doch wohl erst recht nicht. Wir haben vielleicht in der Herberge keinen Platz mehr, aber ich kann Ihnen wenigstens einen Stall zum Übernachten geben. Da ist es trocken und durch Ochs und Esel ein bisschen wärmer als auf dem freien Feld. Das Boot ist voll. So können wir das nicht angeben. Platz ist in der kleinsten Hütte. Der Mann ist ja ein Zimmermann. Er wird sicher für uns arbeiten können. Wir haben in Bethlehem ja keine Handwerker mehr. Oh ja, bitte, wir brauchen nicht viel. Na dann, kommt mit, ich zeige euch den Stall. Hier ist Stall.
Ich werde morgen noch einmal vorbeikommen und sehen, ob ihr noch etwas braucht. Wir haben, weiß Gott, genug. Es wird für euch auch noch reichen. Ich sage ganz einfach, Galileo. Muss sein, wir haben so viel geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wenn etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Es muss hart daran gearbeitet werden und gemeinsam werden wir genau das durchsetzen, dass kein Kind auf der Straße geboren werden muss. Danke, hier ist es trocken und warm. Oh ja, bitte, wir brauchen nicht viel. Der Weg war ja doch lang. Und ich glaube, es war jetzt die Rettung in der Not. Die Ankunft des Kindes wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Maria und Josef sind froh und dankbar, dass sie überhaupt einen Platz zum Übernachten bekommen haben. Und so wird hier im Stall Jesu geboren. Maria wickelt das Kind in Windeln und legt es in eine Krippe. In der Nähe lagern Hirten auf freiem Feld und halten Nachtwache bei ihren Herden. Ein kleines Feuer sorgt für ein bisschen Licht und Wärme. Die Hirten wissen noch nichts von der Geburt Jesu. Die Hirten sind ein raubeiniges Volk. Die noblen Leute aus Nazareth machen um uns wilde Gesellen einen großen Bogen. Sie haben Angst vor uns. Denn wir sind unterwegs und wenig vertrauen. Bitte ist in diesem Volk mein Vater, aber kein angesehener Gewicht. Wir haben einen schlechten Ruf, aber von nichts in dieser Welt. Mensch, ist das kalt heute. In Bethlehem behaupten sie, wir würden die sieben Reisenden aus dem Hinterhalt überfallen und berauben. Dabei haben wir Arbeit, unsere Schafe zusammenzuhalten. Hier, du kannst eine Decke von mir haben. Wie kalt muss es erst all den Menschen sein, die nicht mal diese haben. Danke, das ist sehr lieb von dir. Wie gut, dass uns die Schafe ihr warmes Fell spenden. Die Schafe sind heute aber sehr unruhig. Irgendetwas ist heute anders als sonst. So unruhig kenne ich sie gar nicht. Ja, es ist eine besondere Nacht. Spannung liegt in der alten Luft. Eine erwartungsvolle Stimmung.
als ob gleich noch etwas passiert. Es ist spät. Wir sollten uns jetzt ausruhen. Morgen ist ein harter Tag. Der Tag war auch sehr anstrengend. Legt euch schlafen. Ich übernehme die erste Nachtwache. Ich bin wirklich müde. Gute Nacht. Irgendwas ist anders heute. Der Himmel ist zu hell. Lasst uns schlafen. Wer weiß, was uns der Tag morgen bringt. Bei all der Unruhe werden wir wohl kaum Schlaf finden. Da darf es gar nicht am Morgen früh sein. Ein Hirte hält Wache. Alle anderen schlafen. Es war ein anstrengender Tag. Auch die Schafe sind aneinander gekuschelt eingeschlafen. Plötzlich ist es ganz hell. Bei den Hirten sind Engel Gottes. Sie wollen ihnen die wichtige und frohe Botschaft verkünden. Die Hirten haben aber zuerst große Angst. Sie haben ja vorher noch nie Engel gesehen. Wacht auf, seht doch! Eine Lichtgestalt. Und da, noch mehr. Was ist denn los? Warum ist es auf einmal so hell? Großer Gott, werden wir hier von auf offenem Feld von diesen Lichtgestalten überwältigen. Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt David der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr, und dies soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Ich bin der Erzengel Michael, bin stark und kann kämpfen. Daraus mache ich kein Hehl. Die Kirche und euch beschütze ich Jahr und Tag. Ich bin der Engel mit dem Friedenswort. Friede soll werden an jedem Ort. Jesus selbst wird dieser Friede sein, in allen Herzen kehrt Ruhe ein. Ich bin der Engel der Barmherzigkeit, mach eure Herzen weit. Der Liebe senkt in Licht und Dunkel, das ist heller als Sternengefunkel. Ich bin der Engel, der Glauben bringt, dadurch Hoffnung in jedes Herzchen bringt. Im Glauben erkennen wir Gottes Macht, so feiern wir würdig die heilige Nacht. Ehre, 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 Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Jetzt ist wieder alles still. Die Engel sind nicht mehr da. Aufgeregt sprechen die Hirten darüber, was sie eben erfahren haben. Dann beschließen sie, nach Bethlehem zu gehen. Habt ihr das gehört? Glaubt ihr wirklich, dass der Heiland geboren ist? Überlegt nur, was das bedeutet. Kommt, lasst uns schnell nach Bethlehem gehen und sehen, was geschehen ist. Ja, wir suchen jetzt das auserkorene Kind.
auch die Engel sind wieder da. Sie werden es überall verkünden, dass in dieser heiligen Nacht zum Heiland geboren wurde. Er ist der Retter, der gekommen ist, um die Welt zu erlösen. Er wird uns allen Frieden und Freude bereiten. Gottes Wort hat sich erfüllt, das Wunder ist geschehen. Schwestern und Brüder, Gott hat zu uns gesprochen in den Heiligen Schriften und durch das Spiel der Kinder. Wir haben sein Wort gehört. In diesem festlichen Lobpreis geben wir ihm Antwort. Wir vereinen uns mit allen auf der Erde, die heute den Tag der Geburt des Herrn feiern und beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns alle Zeit. Amen. Durch der Engel Halleluja.
fröhliche Weihnachten und ein riesiges Dankeschön an die Kinder und ihre Familien. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Glück.